Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute wurde tatsächlich ein neues Fahrzeug von Rockstar Games hinzugefügt, und zwar der Dominator ASP. Gut, in diesem Video zeige ich euch einfach mal das Tuning und gebe so meine Meinung über das Fahrzeug. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online. Aber gut Leute, ich würde sagen, wir fangen mal an. Das Auto kann man kaufen, und zwar auf South San Andreas Seite. Gut, für mich kostet das Auto $1.331.250. Gut, hier muss man sagen, dass der Betrag sehr unrund ist. Das bedeutet, ich habe hier schon den vergünstigten Preis. Also für die Leute, die zum Beispiel das Car-Meet-Level noch nicht so hoch haben, wird es wahrscheinlich etwas teurer sein. Vielleicht so 1,5 Millionen oder sowas. Aber gut, egal. Wir gucken mal auf das Tuning. Was mir besonders beim Tuning aufgefallen ist, Leute, ist tatsächlich der Motorraum. Der Motorraum kann man tatsächlich richtig, richtig viel tunen bzw. so gestalten, wie man den gerne hätte. Sprich, für die nächsten Tuning-Treffen, wenn man die Motorhaube aufmacht, kann man auf jeden Fall da schön reingucken bzw. schönes präsentieren. Das ist hier auf jeden Fall ein deutliches Pluspunkt bei diesem Fahrzeug, da das bei anderen Fahrzeugen zwar auch gewisserweise da gewesen ist, aber hier hat man wirklich gemerkt, dass man mehr Möglichkeiten hatte. Gut, was kann man über das Fahrzeug denn noch sagen? Klar, alles andere ist natürlich auch da, wie Stoßstangen, Auspuff, Spoiler etc. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes dabei gewesen. Gut, wenn man das Fahrzeug hier einfach mal fährt, wird mir direkt klar, dass das Fahrzeug sehr schnell ist. Also im Weg zum LSK-Meet habe ich gemerkt, dass das Fahrzeug gut beschleunigt bzw. nicht langsam ist. Ob das Fahrzeug jetzt für diese Tuners-Rennen geeignet ist, muss ich tatsächlich erstmal später testen bzw. kann ich erst beim richtigen Rennen herausfinden. Aber mein Gefühl sagt mir hier schon, könnte ein Konkurrent zur Jester RR oder den Collider sein. Aber gut, bei LSK-Meet angekommen, können wir natürlich das Fahrzeug zum Drift-Auto umtunen, wie bei anderen Fahrzeugen ja auch. Hier muss man natürlich sagen, dass das Driften mit dem Fahrzeug auch relativ gut klappt. Ich meine, klar, es ist immer Übungssache, aber man kann es auf jeden Fall hier mit dem Fahrzeug versuchen. Aber gut, was kann ich denn sonst noch über das Fahrzeug sagen? Optisch gefällt mir das Fahrzeug schon relativ gut, auch wenn ich finde, dass hier dieser Mustang, ne, da dieser Dominator Mustang-mäßig hier weniger rauskommt. Also zu Vergleich zu den anderen Dominators, die es schon im Spiel gibt, ist das hier schon irgendwie anders. Ob das jetzt gut anders ist, müsst ihr selbst entscheiden, das ist ja Geschmackssache. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht diesen typischen Mustang-Look hat. Aber ansonsten, Leute, finde ich das Fahrzeug generell in Ordnung. Der Preis natürlich wieder einfach krass zu hoch. Ich meine, in der Realität kostet er noch nicht 1.300.000. Das ist ja leider in diesem DLC nichts Neues. Aber gut, Leute, mein Tipp an euch hier. Wenn ihr das Auto haben wollt, könnt ihr es natürlich kaufen, aber holt es euch einfach mit einem Giftcast zu Friends. Das bedeutet, irgendein Freund hat sich das bestimmt gekauft und ihr könnt es bestimmt euch ertraden. Denn 1,3 Millionen für so ein Fahrzeug würde ich jetzt persönlich eher weniger ausgeben. Bin ich ehrlich, Leute. Aber gut, Leute, das war das kurze Review, kurze Feedback zu diesem Fahrzeug. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.